Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen hier vom Heidepark Resort und für euch gibt es heute unsere persönlichen Tipps, um das Beste aus eurem Besuch rauszuholen. Gerade jetzt hier sind Sommerferien und dann helfen vielleicht euch ein paar Tipps und dann ganz viel Spaß beim Video. Und unser erster Tipp: startet schon, bevor ihr überhaupt im Park seid. Denn Planung ist alles. Guckt vorher mal auf die Park-Homepage, wann der Park geöffnet hat. Ladet euch die App runter. Die ist kostenfrei. Und da kriegt ihr ganz viele Tipps. Ihr könnt auch schon eingeben, wenn ihr Kinder dabei habt, wie groß die Kinder sind, wie alt die sind, was sie fahren können. Und vor allem der wichtigste Tipp: bucht euch vorher eure Tickets, denn hier gibt es keine Tageskasse mehr. Es gibt zwar Ticketautomaten, aber dort ist es wesentlich teurer, als wenn ihr vorab eure Tickets und auch das Parkticket kauft. Ja, das war's mit dem ersten Tipp. Und jetzt geht's rein. Unseren nächsten Tipp kriegt ihr hier direkt vom Service Center. Das findet ihr, wenn ihr reinkommt in den Park, links abbiegen, neben dem Nostalgie-Karussell. Denn im Service Center könnt ihr nicht nur Jahreskarten machen oder nachfragen, wenn ihr was verloren habt, sondern es gibt hier auch noch zwei Pässe, die ihr euch abholen könnt. Gibt es einmal den Baby-Switch-Pass für Familien mit Kindern bis 3 Jahren. Gibt es, also man kann sich das eigentlich so vorstellen, der Baby-Switch-Pass, einer stellt sich an bei der Achterbahn und dann kann der nächste durch den Expresseingang ohne anzustehen und dann mitfahren bei der Achterbahn. Und zusätzlich gibt es auch noch den schweren Ordnungspass. Das ist für Gäste mit einem Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen oder mit einem Beeinträchtigungsgrad von 80%. Dann könnt ihr euch diesen schweren Ordnungspass abholen und könnt bei 6 Attraktionen eurer Wahl ohne anstehen einzusteigen. Und das mit einer Begleitperson. Und das kriegt ihr alles hier im Service Center. Ihr solltet vielleicht auch darauf achten, dass ihr gute Kleidung dabei habt, gute Schuhwerk, Klamotten, Wechselklamotten, wenn vielleicht. Aber falls ihr mal was vergessen habt, kriegt ihr das hier auch alles vorne im Hauptshop vom Heidepark. Ob das nun eine Hose oder ein Pullover ist, aber auch Sonnenmilch und andere Hygieneartikel bekommst du hier. Richtig cool. Übrigens, ganz wichtiger Tipp, nehmt euch einen Rucksack mit euren Sachen, wie Getränke oder was zu essen. Und ihr dürft hier auch Bollerwagen oder ähnliches mitnehmen. Richtig cool. Und Abschuss! Schon ein guter Tipp auch, wenn ihr in den Park durchstartet, steuert doch erstmal die Attraktionen weiter hinten im Park an. Die sind morgens nämlich meistens nicht so voll, wie zum Beispiel, wenn ihr erstmal Richtung Krake geht, weil da alle erstmal einsteigen. Und was auch noch gut ist, dass ihr zum Ende des Tages nochmal ein paar Großbahnen mitnehmt, weil diese meistens abends auch nochmal ein bisschen kürzer, die Wartezeit, denn viele fahren dann schon nach Hause oder auch Schulklassen fahren nach Hause. Ja, so könnt ihr nochmal kurze Wartezeiten erhaschen. Ja, es gibt hier natürlich auch richtig gute Restaurants, die man nehmen kann. Wir gehen immer gerne ins Wirtshaus. Mal gucken, was wir hier uns für leckere Speisen heute aussuchen. Ich bin gespannt. Also falls ihr das irgendwie hinbekommt, solltet ihr nicht um Punkt 12 Mittag essen, weil dann sind die Restaurants im Normalfall immer ein bisschen überrannt. Da solltet ihr lieber dann so gegen 2, 3 Uhr oder früher, ja. Aber früher hat man ja meistens noch keinen Bedarf mehr, ne? Mahlzeit. Ja.
unter euch, die vielleicht eine weite Anreise haben oder es jetzt ein Tag ist, wo es wirklich sehr, sehr voll ist und ihr keine Lust habt anzustehen, gibt es hier für einige Großbahnen das Express-Ticket. Das ist ein parkeigenes Produkt. Produkt könnt ihr an den Attraktionen einmal scannen und kaufen oder ihr könnt es auch vorab vor eurem Besuch kaufen. Diese Tickets sind begrenzt, also lieber vorher dann einmal kaufen, dass es nicht mehr verfügbar ist. Auf jeden Fall ist das nochmal eine Option für einige, die vielleicht sich die Wartezeit sparen möchten. Und zusätzlich gibt es an ein paar Achterbahnen, wie zum Beispiel an der Krake, am Flug der Dämonen und Kolossos, auch noch einen Single Rider Zugang. Das ist eine extra Warteschlange, da werden die leeren Sitzplätze aufgefüllt. Wichtig ist, wenn ihr euch da mit euren Freunden anstellt, ihr könnt nicht zusammenfahren. Das ist wirklich dafür da, dass der Zug voll besetzt ist. Kostet nichts. Manchmal habt ihr auch Glück, dass ihr schneller dran kommt. Es kann aber auch mal sein, dass ihr vielleicht länger wartet, als dass ihr euch regulär anstellt. Und ganz wichtig, bei heißen Sommertagen braucht man Abkühlung. Und da hat das Heidepark Resort ja einige Fahrgeschäfte, wo man richtig nass wird. Zum Beispiel hier. Hier. Oder hier. Oder hier. Meine Abkühlung. Kühlung von innen, genau. Mahlzeit. Wo wir uns hier gerade befinden, das ist die Topi-Laula-Schlacht. Was bedeutet eigentlich Topi-Laula-Schlacht? Das bedeutet Totenkopfpiraten gegen lausige Landratten. Wer sich das ausgedacht hat, der muss ja richtig kreativ gewesen sein. Das ist ein Splash-Battle, wo du mit Wasserkurbeln sowie in und außerhalb des Rides dich nachspritzen kannst. Die Totenkopfpiraten auf den Schiffen und die lausigen Landratten am Wasser. Ja. Das Mountain Rafting ist eigentlich eine ganz coole Sache, so für die ganze Familie. Hier werdet ihr nass, es ist nicht zu wild, es ist nicht hoch, aber es ist immer mal wieder ein witziger Moment, wenn das Wasser ins Boot schwappt oder die Wasserfälle links und rechts für eine kühle, nasse Abkühlung sorgen. So war das. Kleiner Fun Fact: Wusstet ihr, dass diese Wildwasserbahn früher in der Erstausführung eine Doppelladestation hatte, sprich, dass das Boot vor der Station entweder nach links oder nach rechts eingeteilt wurde. Da hattest du so einen Schieber, der das Boot in die jeweilige Richtung geschoben hat. Ah, bonjour, mesdames. Ja, bonjour. Jetzt stehen wir hier an der Piratenbühne und ein Päuschen muss ja zwischendurch mal sein. Und wie geht es besser als mit einer Show? Und davon hat der Park einige. Also wenn ihr hier seid, guckt euch vor allem die Piratenshow an. Ein absolutes Muss. Piratenbühne, wir schauen uns jetzt auch an und zeigen euch ein paar Szenen. Seit vielen Jahren über uns Piraten wacht. Es Captain Morgan und seine Crew unbesiegbar macht. Es uns beschützt, es uns geleitet, es uns Fortuna stets bereitet. Dieser Zauber, der Generationen den Weg zu uns Piraten fand, mit Stolz trag ich in meiner Hand. Captain Morgan! Endlich hab ich euch gefunden nach all den Jahren. Soldaten, legt an! But
sie wir ihnen lassen. Anna? Die sind ja so traurig. Ja, und dann kommt hier unser ganz persönlicher Geheimtipp. Geht zum Knusperhaus und holt euch geile Schokofrüchte. Mhm. Ich sag's euch, das ist place to be hier im Park. Oder die Churros, ne? Oder die Churros, genau, genau. Kann man ganz gut essen, ja. Und nun kommen wir zu unserem letzten Tipp. Denn wer sein Abenteuer gerne noch verlängern möchte, beziehungsweise wer eine etwas längere Anreise hat, hat hier eine tolle Übernachtungsmöglichkeit zu einem, das Abenteuerhotel. Da habt ihr ganz viele verschiedene Themenzimmer, die ihr auch im Heidepark wiederfinden könnt. Und schaut es euch an, es sieht toll aus. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da oben ist ohne Zahn direkt auf dem Dach. Genau. Zack. Und ja, und vom Abenteuerhotel ist es nur ein Katzensprung ins Holiday Camp. Denn es gibt neben dem Abenteuerhotel noch das Heidepark Holiday Camp. Das sind so kleine Holzhütten, die gibt es mit oder ohne eigenem Badezimmer. Aber ihr habt dann Sanitäranlagen auch direkt auf dem Gelände, die abgetrennt sind, die ihr nutzen könnt. Ist auch was für den kleineren Geldbeutel. Und man hat da so richtig gemütliche, so ein bisschen Campingstimmung, würde ich sagen. Und das Allercoolste ist hier bei den Übernachtungspaketen, habt ihr den Eintritt für den gesamten Aufenthalt mit dabei. Also wenn ihr eine Übernachtung bucht, habt ihr gleich Anreise- und Abreisetag den Eintritt mit dabei. Vor allem auch, ihr habt sonst, es gibt auch ein Rundum-Sorglos-Paket, da habt ihr Frühstück, Übernachtung, Abendessen und Eintritt mit dabei. Also was will man mehr? Also absoluter Tipp, wenn ihr von weiter her kommt oder euch mal was gönnen möchtet, übernachtet hier im Heidepark. Ja. Und wir hoffen, wir konnten euch für euren Parkbesuch mit diesem Video ein bisschen unterstützen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, dann helfen wir euch natürlich. Oder falls ihr selber noch irgendeinen persönlichen Tipp habt, wo man noch das Beste so aus seinem Besuch rausholen kann, freuen wir uns natürlich. Und ja, und wir hoffen, es hat dann euch mit uns hier gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Tschüss. Tschüss.